brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer nächsten Folge von F1 Clash. Heute besprechen wir ein bisschen, wie wir ein besseres Qualifying hinkriegen, also eine bessere Qualifikation. Und wir gucken uns auch ein bisschen wie das Setup an. Bei mir hat sich einiges getan. Ich habe zwei Teile abgegradet. Allerdings sprechen wir erstmal vorher, bevor wir in das Setup reinspringen, nochmal kurz in die Besprechung für Qualifikation. So, da gehen wir hier auf Hilfe, Grand Prix. Nein, allgemeine Spielinfo und das hier. Wie ist das Qualifying? Wie funktioniert die Qualifikation? Das gucken wir uns mal an zusammen. So, fast alle Werte deiner Fahrer und Komponenten werden zu einer Qualifikationsergebnis addiert. Dieses Ergebnis ist für Spieler im Spiel nicht sichtbar. Wir nutzen es nur auf dem Server. Wir verwenden diesen Wert, um herauszufinden, wie schnell deine perfekte Qualifikationsrunde für deine aktuelle Ausrüstung wäre. Die Werte, die zu diesem Ergebnis beitragen, sind Güterwerte wie Grip, Aero, Leistung und Zuverlässigkeit. Da steht sogar End, also die haben das auf Englisch. Halb so wild. Fahrerwerte, Verteidigung, Überholen, Spritmanagement und Reifenmanagement. Wir berücksichtigen hierbei nicht die Konstanz und das Können bei Nässe. Mehr dazu später. Ja, bla 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 bla. Im Endeffekt genau das, was wir auch in den letzten Rennen immer wieder besprochen haben, und zwar, dass die Werte immer sehr, sehr wichtig sind. Hier, wenn wir diese optimale Rundenzeit berechnet haben, verwenden wir den Konstanzwert des Fahrers, um einen zufälligen Malus zu generieren. Dies soll das Gefühl simulieren, dass Fahrer an verschiedenen Tagen unterschiedliche Leistungen erbringen können. Dieser Malus erhöht die Qualifikationszeit eures Fahrers. Dies bedeutet, dass ein Fahrer mit hohem Konstanzwert mit höherer Wahrscheinlichkeit die optimale Qualifikationszeit des Tages fahren wird. Der Wert Können bei Nässe wird eure Qualifikationszeit verbessern, aber nur, wenn es während der Qualifikation regnet. Zusammengefasst, bedenkt beim Blick auf die Werte eurer Fahrer, dass ein hoher Konstanzwert zu einer einheitlichen Rundenzeit führt. Es ist wichtig, die Balance zwischen den anderen Fahrerwerten und der Konstanz zu finden. Da die endgültigen Qualifikationszeiten nur Sekundärbruchteile auseinanderliegen können, kann ein geringer Konstanzwert bedeuten, dass sich euer Qualifikationsplatz von einem Rennen zum anderen verändert. Falls ihr mit eurer Qualifikationsplatzierung im Vergleich zu eurem Gegner nicht zufrieden seid, versucht den Konstanzwert eures Fahrers zu erhöhen. Ja, simpel, wie schon gesagt, genau das, was wir eigentlich die letzten Tage besprechen. Und zwar springen wir auch mal ins Setup rein. Wir gucken uns als erstes mal die Fahrer an. Ich habe ja auch schon mal letztes Mal in dem Video gesagt gehabt, Leute, guckt euch immer Fahrer an mit den maximalen Werten. Ja, so berechne ich das ja auch immer in meinem Team. Nicht die Teampunkte sind wichtig, um Rennen auch in der Qualifikation besser zu fahren, sondern allgemein die Punkte. Wir nehmen mal jetzt als Vergleich hier Lando Norris zum Beispiel, und wir sehen ja selber, Lando gibt uns 8 Punkte mehr als Verstappen, und zwar bei Spritmanagement und bei Können bei Nässe. Allerdings ist Reifenmanagement dann minus 5, Konstanz ist minus 8, Verteidigung ist minus 8 und Überholform ist minus 9. So gegen Verstappen. Bei Gasly sieht es fast genauso aus. Also sind meine Fahrer, die ich aktuell drin habe, klar besser. Bei George Russell sieht es ein bisschen besser aus. Allerdings ist es nicht besser wie beide Fahrer, die ich im Moment auch drin habe. Russell gibt uns 7 Punkte mehr, zu gegen Gasly. Und verliert aber 9 Punkte. Also 7 plus minus 9. Da würden ja auch noch was fehlen. So, von daher benutzen wir diese Fahrer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt bitte in die Kommentare. Wir können das gerne nochmal bequatschen. Dann gehen wir nochmal in das Setup. So fahre ich aktuell. Ich hatte das Glück und habe The Vindicator bekommen. Und Spirit. Die Belohnungen von dem Grand Prix, die müssten rechts eingeblendet sein. Ja, so wie ihr auch gesehen habt. Ich habe da noch ein paar Kisten aufgemacht, die Belohnungen waren ganz okay. Allerdings war das Teil nicht dort drin, sondern war eigentlich in der Rennkiste, die wir da immer kriegen nach 3 gewonnenen Rennen. Wenn ihr Fragen habt, guckt unten in den Channel nach. Es gibt ein Video über Spielstrategie, das war ein Livestream. Da erkläre ich, wie man am schnellsten die Rennkiste kriegt. Ja,
Zu dem Setup nochmal zurückzukommen, ihr seht selber, ich habe 1327 Teampunkte. Ich könnte so gesehen Spirit jetzt mit The Flux wechseln. Ja? Das wäre das Getriebeteil aus Serie 12, wie ihr seht. Das gibt mir 6 Punkte mehr. Da müsste ich aber auf 27 Punkte verzichten. Ja, 0,67 Sekunden schneller in der Pit. Allerdings, wir können das mal reinmachen und dann seht ihr selber, meine Teampunkte gehen hoch. Sieht auch schöner aus hier, Leistung, Grip, Aero und Zuverlässigkeit. Allerdings bin ich da in Serie 12 überhaupt nicht mit zufrieden, sogar schon in Serie 8 nicht zufrieden, weil ich selbst schon in Serie 8 mit dem Setup, mit The Flux, nicht Position 1 und Position 2 fahre in Qualifikation. Also nehmen wir lieber Spirit mit rein. Ja, wir fahren mal zusammen ein Rennen in Serie 12. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Qualifikation etc. pp., sagt mir Bescheid, schreibt mir unten in die Kommentare. Wir machen zusammen noch ein Serie 12 Rennen. Oh, da hole ich mir noch eine schöne Serie 12 Kiste. Ich hoffe, dass ich mit euch ein bisschen mehr Glück habe und nicht nur eine grüne Kiste kriege, sondern eventuell sogar eine Platin oder eine legendäre. Das wäre natürlich geil. Und ja, Jungs und Mädels, ich hoffe, wie gesagt, Qualifikation macht die Punkte aus, benutzt immer nur Teile, die euch die meisten Punkte geben. Es, im Moment bringt es wirklich nicht so viel, auf kleinen Pit, also kurze Pitstop zu gehen. Ich bin kein großer Fan davon. Ich profitiere lieber von der Power und von dem Grip, von der Aero, von der Zuverlässigkeit, von unseren Werten, die wir brauchen. Und spekuliere nicht auf, ja, dass ich irgendwie 2 Sekunden schneller bin aus dem Boxenstopp. Das ist nicht mein Fall. Ja, Japan haben wir bekommen. Regen, 3 Minuten 34 und danach sollte es trocken werden. Aber allerdings ist es bewölkt. Also heißt es, dass wir nochmal weitere 2 Minuten Regen haben. Also werden wir hier mit Regenreifen auch dieses Rennen abschließen. Wir fahren mit beiden Fahrern eine Einbox-Strategie. Und werden mit unserem Frontfahrer, was jetzt Pierre Gasly ist, 3 Runden fahren mit ein bisschen mehr Push. Eventuell sogar noch ein paar Plätze machen, das wäre super. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir in Serie 12 sind und dass hier ein bisschen der Hase anders läuft. Ihr seht selber jetzt, Max Verstappen hat richtig viele Plätze verloren. Einfach mal eben 3 Plätze in der Kurve, was nicht so schön ist. Wir versuchen jetzt einen kleinen Gap zu machen, aber das wird nichts hier. Geben direkt weiter Gas und ja, gamblen hier, spielen hier no risk, no fun hier. Also unser Gegner wird, so wie es aussieht, nach 3 Runden mit beiden Piloten pitten. So, versuchen hier mit Max Verstappen die Position nicht zu verlieren, geben hier ein bisschen Gas, passt. Ihr seht selber, Gasly macht wenig. Das sieht in anderen Serien besser aus. Ich hatte mir mal überlegt gehabt, auch hat das auch mal ein bisschen getestet gehabt, dass man für die gewissen Serien auch eine gewisse Power braucht. Und natürlich auch, ne, man braucht ja ein gewisses Setup für jede Serie. Und zwar müssen einfach die Werte schön oben sein. Und ja, das ist im Moment bei mir in Serie 12 leider nicht der Fall. Ihr habt selber mein Setup gerade gesehen. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin der Meinung, wenn die Teile so alle auf 4 sind, dann fahren wir auch einen besseren Quali und wir fahren auch ein bisschen, also ein besseres Rennen. Allerdings müssen wir halt noch auf Glück hoffen hier und ja, dass in den Kisten was Gutes drin ist. Erstmal die Kisten auch kriegen halt. So, jetzt können wir Gas geben mit Max Verstappen. Der müsste jetzt die ganzen Jungs überholen, die noch in den Pits sind. Ihr seht selber die Pits rappelvoll. Wir zischen hier vorbei. Sehr schön. Platz 11. Nein, Platz 12. Gehen runter vom Gas. Pitten das Fahrzeug und reparieren. So. Hier Gas, die kann jetzt auch. Hier runter vom Gas. Ihr seht selber, wie schwer das immer ist. Opa, jetzt haben wir ein bisschen verloren. Müssen wir ein bisschen Power geben. So, jetzt. Ihr seht immer selber, wie schwer das ist in Serie 12, also in einer Serie, wo das Equipment einfach noch nicht, wo das Setup noch nicht gemacht ist einfach. Ja. Also bis Serie 10 geht es okay, da funktioniert es noch wunderbar.
Serie 11, da kämpfe ich auch noch für Plätze, aber in Serie 12, dann wird es schon hart. Also das ist schon. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir hier mit Max Verstappen jetzt noch die Plätze machen. Unser Gegner, der verbraucht ordentlich Gummi hier. Müsste sogar noch pitten im Endeffekt. Nach dieser Runde, nee, danach die Runde müsste er pitten. Also müsste eine 3-3-1 fahren. Aber so wie wir die Bots hier kennen, werden sie bis Ende durchfahren. Ja, schreibt mir auch unten in die Kommentare, wie euer Grand Prix gelaufen ist. Wie eure Ausbeute in der Kiste war. Habt ihr hier am Anfang des Videos gesehen, rechts habe ich mal meine Belohnung aufgeblendet und natürlich auch die drei Gratiskisten, die drei Gratis-Goldkisten, die wir bekommen haben. Dankeschön, ja, an Hutch. Finde ich ziemlich geil. Ja, hatte mir noch zwei oder drei Tage vorher, hatte ich mir noch überlegt gehabt, wann die letzten Gratiskisten waren. Und das war ja direkt am Anfang der Saison. Da haben wir auch ein paar Gratiskisten bekommen und ich glaube, da wird noch eine Welle kommen. Warum denn auch nicht? Ist ja auch eine tolle Sache, finde ich geil, dass wir da auch, dass wir da auch ein paar Kisten abgreifen können, auch for free. Warum denn nicht? Ich bin echt in. Ah, jetzt geht's. Ja, jetzt kam der an, jetzt Team Order. Da muss er Max Verstappen überholen. Pierre Gasly. Genau, Team Order, da zischt er dran vorbei. Unser Gegner sollte gleich kein Gummi haben auf beiden Fahrern und sollte die Position verlieren. Also eigentlich hat er schon hier, sehen wir schon, Lewis Hamilton hat schon kein Gummi mehr. Also der andere hier, Max Verstappen von ihm, hat auch kein Gummi mehr. Und schließen das Rennen ab als ja, Position 15 und Position 17. Gegner verliert, weil ja, keine Reifen mehr. Da sind wir ja auch gerade dazu noch gekommen. Ne, Reifenmanagement, Spritmanagement, Überholvorgang und Verteidigen. Das macht auf jeden Fall was aus. Ich fahre mit dem Setup hier in Serie 12, wie ihr auch gesehen habt, super Quali. Und Serie 8, also bis Serie 9 fahre ich Platz 1 und Platz 2 mit dem Setup. Also Leute, oh, eine Platinbox. Ja, das ist geil. Das ist super geil. Das habe ich euch zu verdanken. Vielen Dank. Richtig cool. Gucken uns nochmal das Setup an. Hier, ihr seht selber, Lewis Hamilton hat er, ist ein bisschen schlechter wie Pierre Gasly. Und dann Setup. So, komplett auf Aero verzichtet, was natürlich im Regen gar nicht so schlecht ist. Allerdings hat er gar nichts an Zuverlässigkeit und auch Leistung weniger. Er hat nur Grip höher wie wir und natürlich die Pit Time. Ja, das sind 1,5 Sekunden schneller. Er hat auch einen Boxenstopp gemacht, also hat er so gesehen 1,5 Sekunden hat er sich da einfach nur geholt, hat das Rennen aber trotzdem verloren. Ja, so und genau das meine ich ja. Es bringt nichts, mit dem Setup so zu fahren, wie er das jetzt hier hat, der Herr Carlos Pinto. Ich würde aber trotzdem gern seinen Hydra nehmen, auf Stufe 4, das würde ich nehmen. Wenn er mir das geben würde, wäre super. Aber sonst, wie schon gesagt, Leute, achtet auf die Werte, ja. Versucht nicht rumzufummeln oder so. Ihr könnt rumfummeln, allerdings dürft ihr euch dann nicht wundern, dass ihr verliert. Weil, wie schon gesagt, bringt nichts. Ja, die ganzen Tricks hier mit sowas hier zum Beispiel, können wir mal kurz drauf gehen, dass man dann zum Beispiel sowas hier macht. Ja? Damit man dann irgendwie 100 Teampunkte weniger hat, damit man an andere Gegner gerät. Nein. Oder auch nicht, was ich auch oft sehr oft sehe, ist, dass die Jungs hier zum Beispiel einen Serie-12-Fahrer nehmen und dann einen Serie-1-Fahrer. Und ihr seht selber, 200 Teampunkte weniger. Wenn wir jetzt in Serie 12 fahren, kann es funktionieren. Aber in Serie 11 und in Serie 10 und in Serie 9, das ist immer platt. Und dann fahre ich doch lieber in Serie 12 mit meinen guten Fahrern, ja, hier mit Max Verstappen und Pierre Gasly und mache ein vernünftiges Rennen. Also ich hoffe, dass ihr vernünftige Rennen macht, ja, so wie ich auch. Und mit dem besten Equipment, was ihr euch da ausfummelt, wo ihr dann sagt, okay, vielleicht wechsle ich ja das und das und dann fährt das Auto besser. Bitte so machen und nicht irgendwie welche Stockteile oder sowas benutzen. Eieiei, das ist ja langweilig. So, lasst uns noch die Kiste zusammen aufmachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen schon mal bei euch. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und mir einen Daumen da zu lassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.